Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 zu digitales Self-Marketing und Social Recruiting, nicht nur mit LinkedIn und Xing. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, wie die neue digitale Realität ausschaut und welche grundlegenden Dinge ich beachten und entsprechend anpassen muss, um mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Jetzt geht es darum, wie kann ich mich besser vernetzen, besser netzwerken und wie komme ich vom Social Selling Index, den wir in Teil 1 kennengelernt haben, nachdem wir jetzt die Profile aktuell halten, wie kann ich gezielt Beziehungen aufbauen, durch Einblick Interesse wecken und gezielt die richtigen Personen finden, um letzten Endes meine professionelle Marke aufzubauen. Den Profilcheck, den haben wir bereits hinter uns und im Teil 1 habe ich noch die entsprechende Checkliste jetzt gerade für LinkedIn angefügt, damit Sie das auch entsprechend noch machen können. Wenn es darum geht, dass Sie jetzt aktiver sich auf LinkedIn zum Beispiel bewegen, im Gegensatz zu Xing, das habe ich im ersten Teil gesagt, empfehle ich Ihnen auch hier nicht, irgendeine kostenpflichtige Lösung zu kaufen. Sie können nämlich 90% aller Funktionen kostenlos nutzen. Dazu gehört übrigens auch die Erstellung einer Firmenseite, die Sie dann entsprechend auch mit Administratoren pflegen können. Bei den Premium-Lösungen, die sind sehr gut, meiner Meinung nach, die brauchst du aber nicht unbedingt. Wenn Sie allerdings finden, ich will jetzt gerade im Rahmen meiner Karriere noch mehr Recruiter-E-Mails schreiben können, ich will als vorgestellte Bewerber und Bewerber erscheinen, ich will Videokurse absolvieren, dann können Sie das bereits ab 34,80 jetzt in Schweizer Franken haben. Oder wenn Sie sagen, ich will mich noch besser vernetzen, ich will noch ein paar Business Insights haben und auch die Videokurse, dann können Sie das entsprechend auch für einen größeren Betrag haben, pro Monat oder jährlich. Wie gesagt, Sie brauchen das Ganze nicht, ich empfehle es auch nicht. Gerade wenn Sie jetzt neu anfangen oder das ein bisschen auch intensivieren möchten, müssen Sie gleich nicht hier tief in die Tasche greifen. Wenn Sie allerdings aktiv akquirieren möchten, dazu dann im letzten Teil noch etwas dazu, dann empfiehlt sich sehr der Sales Navigator, die Vertriebslösung von LinkedIn. Kommen wir jetzt allerdings zuerst einmal zur Basis, zur Grundlage, nämlich den Vernetzungsregeln. Denn ein gutes Netzwerk, das sagt der Amerikaner, die Amerikanerin, your network is your net worth. Und das heißt, bitte vernetzen Sie sich genau wie im richtigen Leben, indem Sie sich ganz kurz vorstellen, indem Sie nur Leute annehmen, die Sie kennen. Sie dürfen auch Leute ablehnen, egal auf welchem Netzwerk. Sagen Sie aber auch Danke wie im richtigen Leben. Antworten Sie personalisiert und sollten Sie trotzdem nicht sich vernetzen können mit irgendwelchen Personen zweiten oder dritten Grades, dann liegt es nicht an Ihnen, sondern daran, dass die Personen das unterbunden haben. Und die Grafik hier zeigt so ein bisschen auch aus, warum das wichtig ist, weil während wir im Offline, also im realen Leben, ziemlich genau unterscheiden können, wo wir welche Leute kennen, wo die hingehören, ist es online nicht immer so einfach, denn wenn Sie die Leute einmal auf Ihr Profil eingeladen haben, respektive das Kontakt hinzugefügt haben, dann gehört diese Person zu Ihren Online-Freunden oder Kontakten, wie ich es gerne nenne. Und das heißt, man sollte sich wirklich überlegen, wen man hier einlädt. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Anfragen haben, die etwas komisch klingen oder die nicht in Ihrer Sprache sind oder die nicht zu Ihnen passen, dann dürfen Sie die Leute ablehnen. Sie können übrigens mit diesen Personen auch gleich antworten, sofern sie eine Nachricht geschickt haben, können sie fragen, woher kennen wir uns oder habe ich etwas vielleicht nicht verstanden. Sie dürfen die Leute aber auch ablehnen. Und das empfiehlt sich wirklich, wenn Leute kommen, die zum Beispiel jetzt irgendwo sich nicht vorstellen und dann trotzdem etwas für sie im Petto, im Fächer haben, damit sie das entsprechend kaufen sollen. Machen Sie das nicht. Auch wenn Leute gleich mit der Tür ins Haus fallen, unbedingt ablehnen. Sie sehen auch hier, ich habe das auch kurz nachgefragt und naja, da kam nichts mehr, dann können Sie Leute auch gleich ablehnen. Seien Sie auch gefeilt davon, dass Sie auch Anfragen kriegen von irgendwelchen E-Mails, sind gesponserte E-Mails, da gibt es gute und schlechte. Gute sind die, die einfach Werbe-E-Mails sind, dann gibt es aber auch solche, die nicht so gut sind. Dazu komme ich gleich. Wenn Sie Anfragen haben, die allerdings zu Ihnen passen, nehmen Sie die an. Antworten Sie auch und wie gesagt, die Bösen, das sind die, die Sie relativ einfach erkennen, indem Sie nämlich komische Links haben oder PDFs, die Sie aufmachen sollen, machen Sie das bitte unter keinen Umständen. Wenn Sie jemanden anfragen, auch hier gilt die Regel wie im richtigen Leben, fragen Sie ganz höflich, machen Sie ein kleines Intro, erklären Sie, warum Sie die Anfrage haben möchten und dann kommt dann der Rest schon von alleine. Das Schöne ist,
Wir haben hier einen kleinen Bug bei LinkedIn, und zwar, wenn Sie auf dem Mobiltelefon Kontaktanfragen schicken möchten und Sie klicken hier auf Verbinden, auf Connect, dann geht die Nachricht, dann geht die entsprechende Anfrage ohne Nachricht raus. Und das ist ein bisschen doof. Das heißt, Sie sollten hier auf Mehr klicken und dann Einladung personalisieren, damit das Ganze auch dann funktioniert mit Ihren eigenen Worten. Wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie irgendwo sind, wo Sie jemanden vielleicht hinzufügen möchten, dann geht es die Funktion mit dem QR-Code. Den können Sie nämlich oben in der Suchleiste aktivieren und dann können Sie scannen oder sich gleich verbinden. Das empfehle ich Ihnen sehr, weil das hilft Ihnen ziemlich schnell, Ihr Netzwerk zu erweitern. Kommen wir doch nun zur aktiven Suche für Stellensuchen und damit Sie auch ein bisschen verstehen, was die andere Seite des Business Recruiting damit macht. Weil in dem Moment geht es auf LinkedIn eine jede Menge Jobs. Und zwar unter linkedin.com/jobs können Sie nicht nur entsprechend nach Jobs suchen, Sie können auch Unternehmen kennenlernen und Sie können nach Ihren Karrierezielen Stellenanzeigen verfolgen. Was hier wichtig ist, Sie können entweder gemäß eigenen Suchen, das heißt nach Jobangebot durchsuchen mit eigenen Stichworten, oder indem Sie diese filtern, neue Jobs erfahren. Was Sie auch angeben können, ist, ob Sie offen sind für Angebote. Und das ist bei den Datenschutzeinstellungen drin oder eben, wenn Sie über Jobs reingehen, dann können Sie das Ganze da einfügen. Das empfehle ich Ihnen sehr, gerade wenn Sie nicht irgendwelche Anfragen haben möchten oder wenn Sie welche wollen. Sie können auch angeben, was Ihre Präferenz zum Arbeitsweg ist, und da hilft es ein wenig, wenn Sie sehen, von wegen, wie weit ist das weg. Das heißt, die Recruiting-Lösung zeigt es dementsprechend an und man weiß dann auch gleich als Recruiter, ob Sie dafür geeignet sind oder überhaupt interessiert sind. Kommen wir zurück zu den entsprechenden Jobs, weil Sie wollen vielleicht bei der Jobsuche angeben, für was Sie sich interessieren, welche Art der Beschäftigung, welcher Arbeitsort. Und dass Sie das dann hinzufügen, Sie sehen hier bei No Recruiter, sehen auch nur die Leute, die es wirklich zu interessieren hat. Sie können es aber natürlich auch aufs gesamte Netzwerk erweitern. Das heißt, wenn Sie das möchten, dann kann man das machen. Sie müssen aber nicht. Das heißt, ich empfehle hier einfach nach Ihrem eigenen Gutdünken die Einstellung zu wählen. Wenn Sie das mal hinzugefügt haben, dann sehen Sie auch gleich, wie viele Jobs es gibt, je nachdem, wo Sie unterwegs sind, Zürich, New York oder San Francisco in diesem Falle. Da gibt es schon ganz viele Jobs, die da drauf sind. Auf der LinkedIn-Jobseite sehen Sie nämlich da auch gleich basierend auf Ihrem Profil Vorschläge. Und das heißt, Sie können diese Vorschläge auch speichern oder neue Jobs suchen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass Sie bei LinkedIn eine sogenannte Einfach-Bewerben-Option haben. Die muss allerdings eingestellt werden vom entsprechenden Recruiter oder von der Unternehmung. Und das heißt, wenn Sie auf Einfach-Bewerben klicken, dann gehen Sie nicht aus LinkedIn raus. Eine normale oder klassische Bewerbung geht dann auf einen Button und dieser Button geht dann auf die entsprechende Website. Und das heißt, Sie können natürlich nach entsprechenden Jobs suchen, aber Sie können auch da suchen, von wegen, will ich, dass es einfach bewerben ist oder nicht. Und Sie können die Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn Sie einen Job suchen, Sie sagen, ich will da täglich oder wöchentlich benachrichtigt werden, entweder per E-Mail und auf LinkedIn als Mitteilung oder nur per E-Mail oder nur per Mitteilung, das können Sie selbst da wählen. Das heißt, wie gesagt, falls Sie da noch mehr aktiv sein wollen, dann empfehle ich das und sonst eben nicht. Wie gesagt, Sie können da ein bisschen mehr mit den Recruitern kommunizieren, Sie können die Kurse hinzufügen. Nein, definitiv nicht. Das brauchen Sie momentan nicht. Die LinkedIn-Business-Lösung, die brauchen Sie jetzt gerade nicht. So. Wie kann ich nun aktiv Netzwerken und mein Netzwerk für mich sprechen lassen? Da gibt es auch eine Möglichkeit auf Xing. Denn Xing, das haben wir bis jetzt ein wenig stiefmütterlich behandelt, vor allem Teil 1, weil Sie sehen, dass LinkedIn einiges mehr an Anziehung bringt. Das hängt damit zusammen, dass wenn Sie etwas anpassen wollen, ganz oft das nur in der Premium-Version machen können. Das heißt, gerade bei Profilbild und Visitenkarte, das heißt das ganze Headerbild, das können Sie nur anpassen, wenn Sie entsprechend Premium-Member sind. Sie können auch nur dann bei der Visitenkarte gewisse Teile anpassen und das finde ich ein bisschen schade, aber Basismitglieder können da auch ein wenig was optimieren. Die Visitenkarte ist das, was Sie sehen, wenn Sie einen akademischen Grad haben oder entsprechend Ihre Jobfunktionen. Beim Arbeitgeber, da empfehle ich Ihnen immer, dass Sie eine eindeutige und vor allem die letzte Position drin haben beim Xing und dass Sie dort auch da reinschreiben von wegen, dass Sie die Positions- und Kontaktdaten synchronisieren. Bei der Berufserfahrung schauen Sie, dass Sie da die richtigen Einstellungen haben. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen vor allen Dingen aber die Sichtbarkeitseinstellungen. Das heißt, schauen Sie dort bitte auch bei der
Privatsphäre, ob sie dann allenfalls öffentlich in der Suchmaschine auffindbar sind. Und dort ja mein Tipp aus Teil 1, geben Sie Ihr LinkedIn-Profil an, damit Sie da auch gleich nicht alles doppelt machen müssen. So, nun kommen wir dann zu Teil 3. Wie erstelle ich Content für mich und mein Netzwerk? Und da freue ich mich gleich, Sie wiederzusehen.